I Expect You to Die geht in die dritte Runde und ihr findet diese Spiele für 24,99 im Metastore für eure MetaQuest 2. Die ersten zwei Spiele waren schon bombastisch und ich hoffe natürlich, dass der dritte nahtlos anschließen wird. Ich werde auch gar nicht so viel spoilern, weil ich möchte so viel verraten. Die erste Mission, ich schaffe sie nicht und ich habe auch absichtlich nicht weitergespielt, um euch nicht zu spoilern. Also ihr könnt wirklich dann alle Missionen komplett, ja, fast spoilerfrei spielen. So, wie es mir ergangen ist, das könnt ihr euch natürlich jetzt anschauen. Ja, ich bin in I Expect You to Die, Teil 3 und ich bin schon sehr, sehr gespannt jetzt aufs Intro, eigentlich mehr wie aufs Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Intros sind immer mega. Ja, das Spiel empfängt uns direkt so, Sprache auswählen, also wir dürfen Deutsch auswählen, das finde ich schon mal sehr cool. Die anderen Sprachen seht ihr, die dabei sind. Okay, bestätigen und ich hoffe, dass es direkt mit dem Intro losgeht. Oder auch nicht. So, dieses Spielerlebnis sollte im Sitzen genossen werden. Ja, das mache ich natürlich. Mache es hier bequem. Ah, schau nach vorne, mache ich doch glatt. So, dass genug Platz zum Beugen und Greifen haben. Das habe ich. Ich habe zwar Armlehnen, das ist immer ein bisschen blöd, ne? Stühle mit Armlehnen, aber okay. Zum Kalibrieren die Oculus-Taste gedrückt halten, das kennt man. Guck mal, steht sogar noch Oculus-Taste, ne? Halt eine beliebige Taste gedrückt, um fortzufahren. Zack. Los geht's. So, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mache mal ein bisschen lauter hier. So, ja, ich werde hier hypnotisiert, ne, seht ihr? Obwohl, das bewegt sich ja nicht, ne, trotzdem. Hallo? Es ist kaputt. Ich hab's mal wieder kaputt gemacht. Ich habe noch gar nichts gemacht und schon habe ich es wieder geschafft, oder? Okay. Also, ich muss Geduld haben. So, I Expect You to Die, Teil 3, Cock in the Machine. So, wir haben 3 Speicherslots. Ja, optisch sieht das wieder sehr cool aus, so wie beim zweiten Teil. Ne? Also wirklich sehr, sehr geil. Das sieht ja immer geil aus, muss man ja sagen. Ne? Und es hat, glaube ich, 5 Missionen, habe ich gelesen. Also Tutorial, 5 Missionen, Intro. Und ich schaue mal, wie weit ich die erste Mission spiele, wie schwer sie ist. Ne? So, neues Spiel. Telekinese verwenden. Immer aus, immer an. Umschalten mit Drücken des Daumensticks. Telekinese verwenden. Ich mache das einfach mal so. Untertitel. Genau, kann man sehr gut lesen. Guck mal, die zeigen das sogar an hier, ne? Okay. Tonvisualisierung. Wichtige Töne werden als Untertitel angezeigt. Das brauche ich nicht. Bewegungskomfort-Vignette brauche ich auch nicht. Könnte aber einschalten. Und dann könnt ihr sogar noch anpassen in die Vignette. Schaut mal. So, und dann würde ich sagen, Start. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde schon wieder hypnotisiert hier. Was soll das? Komm, jetzt macht das geile Intro. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es soll wirklich wieder spektakulär sein. Das habe ich schon gelesen. Ich habe es mir aber vorher nicht angeschaut. Kein Intro? Och, erstmal Tutorial. Okay, ich bin hier in so einer ollen Garage oder was das ist, ne? So, to the next agent. So, da haben wir dann schon wieder das erste. Das ist dann wieder leider alles in Englisch, ne? Kann man das irgendwie übersetzen, wenn man hier was drückt oder so? Das wäre natürlich sehr cool, ne? Ah, ich kann es hier wieder in die Luft setzen, indem ich A drücke. Seht ihr? Also ich kann das alles wieder irgendwie so absetzen. Okay, wir machen erstmal Tutorial Control Point. Es sieht wieder alles phänomenal aus. So ein alter VHS-Kassettenrekorder hier oder was? Ein Videorekorder. So, ausrichten, Agentur einschalten. Ich soll irgendwas ausrichten. Was soll ich denn ausrichten hier? Agentur, Agency. Okay. Einschalten. Auf 106,31. Anweisung per Funkgerät für verbesserte Agenten erreicht. Okay. So, soll ich 146 eingeben? Guck mal, das kann ich einfach so, ne? Zack. Okay, Schlüssel erhalten. Okay, ich bin Babadak. Ist ein bisschen tief, der Untertitel, ne? Ich bin ich. Was bekomme ich? Ach, guck mal, da kommt eine Kapsel für mich. So. Also kann ich das mit Telekinese machen, ne? Zum Zielen den Daumenstick nach vorne drücken, zum Aufheben die Greiftaste. So. Okay, also ich mache jetzt hier den Thumb, ne? Ah, jetzt highlightet das und jetzt kann ich Grifftaste. Was? Zum Aufheben die Greiftaste gedrückt halten. Okay. So, und jetzt mit dem Daumenstick ranholen. Okay, das ist Telekinese. Und das soll ich jetzt hier reinschmeißen.
Fertig. Place an item of identification, as well as your broken earpiece, inside the capsule to connect to a handler. Wo hab ich denn hier meinen? Wo ist denn mein Ausweis? Ach, guck mal da. So, mein Passport. Und ein Sandwich. Kann man das essen? Geil. Hier kannst du auch haben. Will er nicht. So. So, haben wir einen Teller? Können wir damit hier Faxen machen? Können wir sogar. Okay. Ach, da brauche ich ja. Guck mal, ich kann das hier. Habe ich schon wieder verlernt. Ne? Ach, guck mal. Guck mal, wenn ich hier... Ah, dann wird das Deutsch. Ich habe nichts gesagt. Also wirklich mit dem Thumb einfach hier drauf. Und dann sind auch endlich mal diese Texte übersetzt. Sehr geil. So, und das soll ich jetzt auch da reinpacken. Habe ich. The pneumatic tube has been opened. Please place the capsule back inside the tube for transportation. Mhm. Zack. So, jetzt sollen wir die wieder da reinpacken. Das machen wir natürlich auch. So. Zack. Fertig. So, gib Gas hier. Ich will noch das geile Intro sehen. Aber es ist wirklich wieder sehr, sehr geil, ne? Hoffentlich spiele ich es diesmal mal durch. Teil 2 habe ich nie durchgespielt, leider. Okay, ich kriege eine Antwort. Okay, so, jetzt kriege ich hier... Kommt bestimmt der Sprecher, ne? So. Zack, mal auf das Ding. Okay, so. Ah, ne, ich kann ja hier... Ich muss mir das erstmal wieder alles angewöhnen. Zack. Who in the world is it? Ich bin's. Hi. I can't believe it. Agent Felix once again living up to your name. Yeah, ich bin wieder zurück. Er auch. Super, freut mich. Nee, du kannst mich nicht mehr loswerden. I don't. Ich will dich auch nicht mehr loswerden. I should have known you'd make your way to our Romanian control point after you saved the world blowing up Zor's base. Habe ich die gesprengt? Weiß ich nicht. Ihr habt den zweiten in die Luft gespielt. Drücke die A oder X-Taste, wenn du das Objekt hältst. Friere die Kapseln ein. So, jetzt kann ich das hier praktisch so abstellen. Zack. Ja, hier ist alles super. Aber das finde ich echt geil, dass man das jetzt deutsch übersetzen kann. Das ist ein bisschen nah jetzt hier, ne? I'll walk you through the rest of it. Just like old times. Ja, genau. Let's see. You're in Babadag, Romania. Weiß ich doch nicht. This switch right here. That was not my fault. Meine auch nicht. The surge blew the main Drücke die A oder X-Taste, während du das Objekt hältst. So we can get it working and get this power back on. Hä? Drücke die A oder X-Taste. Während du das Objekt hältst. Ich halte hier gar nichts. Was soll ich denn hier halten? Hä, was habe ich gemacht? Ich hab's schon. Ach, da unten das Teil. Ah. Hover the panel in place, so it'll be easier to work on. Ich muss es erstmal holen, ne? Ach, scheiße. So, jetzt. So, das ist kaputt hier. Machen wir hier. So, du musst die Drähte auf der Rückseite reaktivieren. Drücke die Trigger, um gehaltene Objekte zu verwenden. Ich drücke jetzt Trigger, aber es passiert nichts. Hallo? Oh, scheiße. Ah, ne, okay, so, stecke ich jetzt in die Luft. Wo ist denn der Apparat hier? Drücke den Trigger, um gehaltene Objekte zu verwenden. Ich habe ja keine gehaltenen Objekte. Wo ist denn das? Wo ist irgendein Apparat hier? Hallo? Ist das hier drin? Ach, guck mal. Muss er mir auch mal sagen. So eine Lötpistole. Von Keller. Also nicht Weller. Oh. In die Nase. Okay. So, drücke den Trigger um. Was soll ich jetzt hier? Das soll ich jetzt hier? Zack. Guck mal, Leute. Ich bin der Lötkönig hier. Fertig. The breaker panel is fixed and should be ready for manual reactivation. Let's put it back. Zack. So. Zack. Ich hab repariert. Ja, aber sicher doch. In order to avoid another surge, let's turn things on one box at a time. The cranks and tools you need to activate those boxes should be in this room. Mhm. Okay, ich soll jetzt also ein bisschen hier was rumsuchen. Was haben wir da? Okay, wir schauen mal. Ist hier was drin? Guck mal, hier ist eine Kurbel drin, ne? So eine Kurbel habe ich schon mal. Das brauche ich nicht mehr. Zack. Was haben wir da noch?
Ich schau mal da oben. Guck mal, da ist eine Luke, ne? Kann ich aber auch nichts machen. Guck mal, das hier. Ah, das kann ich hochheben. Ah, guck mal, da ist eine Kurbel. It says here that three unique levers are required to activate all the boxes. Where did those tools get to? Okay, dann tun wir das hier mal so in die Luft, ne? So, ich habe die Kurbel. Okay, so jetzt brauchen wir, gucken wir, was wir noch brauchen. Natürlich kann ich mir einen Hut aufsetzen. Hier, mach mal. Ist da was drin? So, zack. Jetzt brauchen wir noch irgendeinen Hebel. Ich schau mal hier, ob da was drin ist. Da ist ein Hebel, guck mal. Gefunden. Try checking for doors around the control point. So. Was haben wir hier? Okay, hier stehen auch wieder so Tipps. Kann man das jetzt auch deutsch übersetzen? Oh ne, komm. Tatsächlich, guck mal hier. Aha, sehr cool. Okay. So, das brauche ich auf jeden Fall hier oben. So, der ist schon mal an. Cool. So, da brauchen wir. Ich würde sagen, die Kurbel, oder? Wenn ihr den. There should be two other boxes to reactivate. Find those tools. Nee, da ist nix. Das ist falsch. Ach, scheiße. So, funktioniert auch. Only one electrical box left. Oh, guck mal, jetzt haben wir ein Licht hier. And I can safely flip this switch in front of me. Okay. It's so tempting, Agent. Und den letzten. Zack, jetzt werde Licht. Ich hab's geschafft. Sehr cool, ich bin in meinem eigenen Büro hier. Es geht doch. Well, I dare say you and I are back on the job. Wir sind wieder zurück im Einsatz. Never thought I'd be saying that again after we lost you. James Bond. Hä? Der hat keinen Hut auf, ne? Aua. But we're a team. If you're here, I'm here. Genau, wir schweißen uns zusammen, wir kommen als ein Team. I have just the mission for the great Agent Phoenix. Okay, Intro kommt. Intro kommt. Ha. Ich freue mich schon. Okay, guck mal, ich habe sogar Hände im Intro. Sehr geil. Unbreakable rules to break. I'll build a castle on the queen.
Das war das Intro. Es war wieder phänomenal auf jeden Fall. Also immer ein Erlebnis, die Intros von I Expect You to Die. Und jetzt bin ich gespannt. Die erste Mission 5 soll es sein. Und ich spiele natürlich die erste an. Ich weiß nicht, ob durch, weil ich ja nicht weiß, wie lange es dauert. Weil immer wenn ihr sterbt, müsst ihr die ganze Mission wieder von vorne spielen. Deswegen kann so ein Video länger dauern, kürzer sein. Weiß man nicht so. So, meine erste Mission kommt gleich. Okay, da kommt sie. Bin sehr gespannt. So, was haben wir hier? Okay, das ist das Intro. Könnt ihr jederzeit nochmal anschauen. Hier könnt ihr jederzeit nochmal das Tutorial zocken. Hier gibt es Snacks. So, ich kann also auch mampfen. Es soll jetzt auch Collectibles geben, seht ihr da, ne? Das hier, das kann ich nichts machen. Okay. Kann man hier ein bisschen eine Faxe machen? Ist das? Feuer. Ich kann wieder, glaube ich, alles anzünden hier, ne? Okay. So, was haben wir in der Schublade? Nix. Auch da gibt es, glaube ich, Collectibles. Fühlst du dich bei einer Mission unwohl? Komforteinstellung. Okay. So, da kann man irgendwas einstellen. Passiert nichts. So, hier kann man nichts hochheben. Missionsberichte, okay. Ja, aber ist cool mit den deutschen Untertiteln jetzt. Ne? So, jetzt gucken wir mal, was auf mich erwartet. Bin sehr gespannt. So. Hallo? Da passiert nichts. Ist kaputt. Hallo? Mann, ey, alles muss man hier. Was ist das denn da? Dr. Prism? Okay. Operation Hausbesuch. Hammer. So, ein Gehirn. Finde Dr. Primes Forschungsergebnisse. Dr. Roxana Prism ist ein former inventor for the agency. Okay. And the one responsible for creating the telekinetic implant in your head. Using a crystal known as Kinesium. Was habe ich im Gehirn? Dr. Prism has recently been absent from multiple check-ins and is considered missing. We're looking into her whereabouts, but in the meantime, she has sensitive research into Kinesium that should not go into the wrong hands. Go to her home in sunny California and retrieve that research, just so we know it's safe. Okay, also ich muss jetzt irgendwelche Forschungssachen zurückbringen. So, was ist das? Versteckte Objekte? Ach, guck mal, hier Nebenziele gibt es und da steht jetzt hier alles noch nicht, was ich... Was ist hier mit Apfelkuchen? Ich bin hier... Who is so? Okay. Hier ist Werbung. Okay, was soll ich jetzt dann machen? Start. Was soll ich denn mit der Karte da? Ich habe keine Ahnung. Okay, erste Mission. So. Cool. Hier ist eine Lounge. Sieht sehr cool aus. So, this is where Dr. Prism lives. Well, nothing looks out of the ordinary, besides, well, everything that looks out of the ordinary. The Kinesium research we're looking for is likely in a computer. Find it, before someone else does. Okay, ich soll jetzt irgendeinen Computer finden. Das gucken wir erstmal. Was haben wir da? Eurok ist unsichtbare Tinte. Sie haben es sichtbar machen. Ein Teil Tonic, zwei Teile Zitronensaft, kräftig schütteln. Also geht schon mal irgendwas mit unsichtbare Tinte, ne? Okay, so stellen wir uns erstmal hier so hin. Können wir das ziehen? Tatsächlich, guck mal, da ist irgendwas drin. Da ist da schon mal was, ne? Audiotapes, das ist so bestimmt hier mit unsichtbare Tinte oder was, ne? So, was haben wir da? Das berühmte Feuerzeug, natürlich. Ah! Ich wollte es eigentlich nicht abfackeln, ist egal. So, was haben wir da? Oh, ein kleiner Roboter. Ach, das ist ein Collectible, den habe ich gefunden. Kann man irgendwas mitmachen? Ich tue den mal hier hinsetzen. So, was haben wir noch? Oh, that's a... Das kann ich nicht glauben. Geistige Kraft? That was a long time ago. Okay, stell das mal dahin. Draußen ist sogar ein Vögelchen. Guck mal, ist schön da draußen, ne? Was haben wir da? Mixer-O-Matic, Vespa, des Clever Wild für jeden Agenten. Drei Teile Gin, ein Teil Wodka, niemals schütteln oder rühren. Okay. Mhm. Okay, das tue ich mir auch mal hier hin. So, haben wir da Bücher? Brauchen wir die? FM 1260 steht da. Ah, da steht auch was, guck mal. Schusswaffen.
Nach dem Lesen verbrennen. Ich verbrenne das. Was passiert jetzt? Steht doch da, ne? Nix. Ah, ne, macht das aus. Das ist ja sonst gefährlich hier. So. Bücher durchnehmen. Guck mal, ich drapiere mir das ja alles schön, ne? Firearms. Was haben wir da? Wie man seine 0-0 verdient. Die habe ich schon verdient. Das brauche ich nicht lesen. So. Defensives Fahren brauche ich auch nicht. Ich fahre immer defensiv, glaube ich. So, da können wir nichts machen. Das ist abgeschlossen, okay. Da ist ein Korken. Wieso habe ich den Korken jetzt im Mund? Okay, ich kann mir den Korken im Mund stopfen, wenn ich möchte. Kann ihn aber auch in die Flasche tun. So, da können wir nichts machen, da können wir auch nichts machen, da können wir auch nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Oh, das ist, glaube ich, der Mixer, ne? Guck mal. Das Glas sieht wieder phänomenal aus, muss ich sagen. Guck mal, wie schön ich mir das hier so alles drapieren, ne? Was haben wir da? Ein Gin-Glas? Okay. So, da haben wir das Tonic. Okay. Können wir sonst irgendwas machen? Hinter mir oder so? So, das Ding kann ich mir bestimmt hier ranziehen, ne? Guck mal. Ey! Mach doch mein Collectible nicht kaputt, ey. So. Was haben wir hier Schönes? Aha. So. Hauptspeicher, Inhalt, Gegengifte, Sprengstoffe, Gifte, okay. Ja, bis jetzt weiß ich nicht so genau, was ich hier machen soll. So, da haben wir Tonic. Gin and Tonic. Mixer-O-Matic, ein Teil brandgefährlicher Gin, ein Teil Neurotic Tonic, wahlweise Zitronensaft bei Zimmertemperatur servieren. Aha. Was bringt mir das alles? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe schon, ich spiele das nicht durch. Ah, guck mal, das muss man da reintun. Ja, mach ich doch gleich. Komm, das zünden wir erstmal an, das hört sich doch gut an hier. Was denn? Habe ich das nicht gut gemacht? Okay, kann man jetzt irgendwas mit dem machen? Glad that's over. Oh, by the way, I'm a butler. Pleased to meet you. Mhm. Look at you using telekinesis. If Dr. P were here, I bet she'd be pretty excited about that kinesium in your head. Okay. So, ich weiß aber noch nicht, was ich machen muss. Computerzugriff? Zuhören. Ah, da muss man bestimmt was mit dem Roboter machen, ne? Ihr neuer automatischer Kaminflammenblaster für die Kaminflammenblaster heißt hier so. Oh, that computer is locked up tight, and only me and Dr. P know how to make it work. Hmm, finding the right words to say is going to be tricky. It only took me 2 days to learn the right words. Richtige Notizen, die schwarze Tinte geht aus. Okay, das kann ich jetzt wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich hier diese unsichtbare Tinte, ne? Wo war das? Mixer, die clevere Wahl für jeden Agenten. So, wie war das hier mit der unsichtbaren Tinte? Guck nochmal bitte. Hurra, sie haben es zum Sichtbarmachen. Ein Teil Tonic, zwei Teile Zitronensaft. Also normales Tonic, ne? Das ist... Wo ist denn das andere Tonic jetzt hier? Hallo? Wo habe ich es hingetan? Es war doch noch mehr Tonic hier, ne? Ich blicke hier nicht mehr durch, was ich mir alles hingestellt habe. Kann man hier auch irgendwas machen? Kann man den drehen oder so? Nee, was? Ah, guck mal. That's the agency bar cart that comes with every agency home. Mine is less modified. Oh, I was hoping you'd be hungry. Hold on. I can make this awesome. Okay. I never trusted Dr. Prism. Hey, hey. No, no. That's too many logs. You're gonna burn the place down. Okay. Hey, hey,
Okay, das war falsch, was er gesagt hat. So, aber wo ist jetzt meine andere Tonic-Pulle hier? Okay, ich habe diese Tonic, ne? Die andere ist weg. Wo habe ich die? Oder bin ich bescheuert? Bin ich blind? Mach das hier nochmal weg. Meine Tonic-Pulle ist weg. Die war doch da irgendwie, ne? Jetzt kann ich sie da wahrscheinlich alle nicht lösen, weil ich wieder alles kaputt gemacht habe von vornherein. Oder wie habe ich es? Hallo? Okay. Oh, I was hoping you'd be hungry. Hold on. I can make this awesome thing. I never trusted Dr. Prism's robots, but he seems like a nice guy. Okay, ich habe nur keine Ahnung. Okay, eat this. It's okay if you don't like it. I'll be crushed, but it's okay. Was ist denn? Soll ich das essen? Ich esse das. I knew you'd love it. The secret is dethawing the shrimp in a microwave. Okay. War das richtig? Ich habe keine Ahnung. So. Aber ich habe meinen Gin vertüdelt hier. Der ist weg. Okay. Stell das mal wieder richtig dahin. So. Jetzt kann ich es ja gar nicht mehr lösen, ne? Kann man ihn das vom Kopf werfen? Okay. So. Okay, das hat ja irgendwas zu tun hier, ne? Mit dem Holzscheitel. Dass der dann das alles abgibt. Aber wieso habe ich denn... Mein Tonic ist weg. Ist egal. Komm, dann nehmen wir jetzt den. Unser normales Tonic. So, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja hier irgendwie was basteln, ne? Ein Teil brandgefährliches Gin, ein Teil Neurotronic. Das ist Neurotronic, ne? Zitronensaft oder? Bei Zimmertemperatur servieren. Hier. Trinken. Ouch. Well, ouch. I'm sure you didn't mean to do that. So, und jetzt anzünden den ganzen Kram, oder was? Hey, no, no, that's too many logs. You're gonna burn the place down. Ist leer. Okay. Was kann ich machen? Okay, the fire is managed. Ach, nervt doch nicht. So, drei Teile Gin, ein Teil Wodka. Drei Teile Gin, ein Teil Wodka. Also drei Teile Gin. Ne? Also muss ich da dreimal drauf drücken. So, und einmal Gin. Ist das Gin? Ne. Ach, was war das jetzt? Ein Teil Wodka. Ist das Wodka? Preiselbeersaft? Wo ist denn der Wodka? Ich hab keinen Wodka. Ach komm. Nimm mal Preiselbeersaft, passt schon. Da. Lecker. So, ja, mir fehlen aber immer noch die eine Flasche. Ich habe es, glaube ich, echt kaputt gemacht, Leute, oder? Guck mal, hier habe ich einen Shrimp in der Buchse. So. Ne. Die war ja da, die Ginflasche. Ich weiß das, ne? Ich weiß noch nicht, wo die hin ist. Okay, guck mal, man kann hier alles wegschmeißen. Also man kann Dinge durch die Gegend pfeffern. Natürlich nur blöd, wenn ich jetzt nicht weiß, wo die Pulle ist, ne? Da kann ich es ja gar nicht... Kann ich es ja gar nicht mehr lösen. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Nicht mehr als zwei Holzschatten auf einmal verwenden. Das habe ich ja gemacht. Wir machen jetzt einfach mal zwei an. So, zwei funktioniert. So, jetzt stehe ich hier, ne? Mir fehlt die eine Flasche, das ist so. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich sie hingeschmissen habe. Hey, 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 hey.
Also man kann hier auch alles rausnehmen. Und alles wieder reintun. Ne? Das ist alles kein Problem. Oder auch nicht. Hallo. So. Jo. Da muss ich neu starten, ne? Wenn mir die eine Flasche fehlt, das ist doch scheiße. Da kann man auch nichts machen? Ne. Okay, ich komme nicht weiter. Lichter, da liegt der Teller, ne? Also sollte die Flasche irgendwo hier liegen, dann wäre sie jetzt ja so durchscheinend. Ne? Kann man auch die da auch reintun? Ne. So, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute, ehrlich nicht. Also mir fehlt jetzt diese eine Pulle, damit ich das hier sichtbar machen kann, ne? Relatable. I dust 3 times a day myself. Okay. Ich habe echt keine Ahnung, wo die Flasche hin ist. Die ist verschwunden. Immer muss ich alles kaputt machen. Okay, wie kann ich jetzt sterben, wenn ich möchte? Ich kann doch niemals sterben, ne? Neutronic Gin. Nimm das mal doch hier niemand schütteln, ne? 3 Teile Gin. Wodka habe ich noch gar nicht, okay? So. Tonbänder, das. Hier habe ich das Zitronensaftgedöne. So, Gin und Tonic. Brandgefährlicher Gin, das war der, ne? Ja. So. Und 1 Teil Neuronic Tonic. Machen wir nochmal, komm. 1, 2, 3. 1. So, das Ganze dann auch mit Zitrone, ne? Da müssen wir das hier, ne? Geht nicht. So, hier. Trink! Ach guck mal, der hat ja den Schlüssel hängen. Okay. So, guck mal, habe ich jetzt erst gesehen, da den Schlüssel? As you can see, this house has it all. A fireplace, a table. Hey, no, no, that's too many logs. You're gonna burn the place down. Hey, ist das so fuckelig hier? So, ich hab den Schlüssel, okay. How did you... You got my key! Wow, you're a tricky one. So. Hier ist Wodka, nicht schütteln. Misch da wieder Wodka, nicht schütteln. Okay. So, was haben wir denn noch? Ein Hut? Kann man den noch aufsetzen, ne? Tatsächlich. Was ist das? Robotersprache verbessert sich. Kann man das schieben? Okay. So, auf jeden Fall kann ich jetzt irgendwas bauen. Ich habe nämlich Wodka. 3 Teile, niemals schütteln oder rühren. Der clevere Wahl für den Agenten. 3 Teile Gin, 3 Teile... Was soll ich denn damit machen dann überhaupt? Gar keine Ahnung. Also, 3 Teile Gin und 1 Teil Wodka. Dann tu mal hier diesen Saft hier weg. So, jetzt brauche ich diesen super Wodka. So, 3 Teile Gin. Okay, also damit kann ich eine Bombe bauen, um irgendwas zu sprengen. Ich weiß noch nicht was. Okay, das vielleicht. Komm, wir probieren es nochmal. Also 3 mal Gin. Mal zu. That was very dangerous. I mean, my exterior is indestructible, but you're soft and breakable. Okay, was soll ich denn jetzt hier mit sprengen? Irgendwas muss ich ja damit sprengen, ne? Ich weiß es nicht. Das ist echt schwer diesmal. Okay.
Was würde denn Sinn machen, damit zu springen? Ich habe keine Ahnung. Das muss ich 100 Mal probieren, bis ich weiß, was ich damit sprengen kann, ne? Okay. Ist da oben vielleicht? So, wir probieren das nochmal. 1, 2, 3. Okay, das bringt auch nichts. Ich hab keine Ahnung. Okay, ich weiß nicht, was ich hier mit sprengen soll, ey. Was wird denn hier noch Sinn machen? Das ist doch nix. Das hatten wir ja schon jetzt mit dem Kamin, ne? Das macht auch alles keinen Sinn. Hier nochmal was zu essen holen. Ach, gehen wir doch nicht. Oh, I'm already here, so how about a joke? Why did the robots love a magnet? Because there was an instant attraction. Ha! Instant attraction, he says. That's a thinking person's joke. Okay, das war zu nah an mir selbst. Ich hab mich gesprengt. Agent eliminiert. Ja, ich gehe zum Hub zurück. Ich möchte euch ja auch nicht zu viel spoilern. Also ich habe die erste Mission somit nicht abgeschlossen. Ich werde es natürlich nochmal probieren. Es soll ja auch erstmal nur so ein erster Eindruck sein. Und der erste Eindruck ist wieder phänomenal. Alles cool, deutsch übersetzt. Kann man echt nicht meckern. Und ja, ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Es ist wirklich ein bisschen schwieriger diesmal. Die Frage ist, mein Collectible, habe ich es bekommen? Was war das? So diese Roboterfigur, ne? Also hier ist nichts drin. Da kann man irgendwelche Waffen gewinnen. Also da sieht auch nichts aus wie so eine Roboterfigur. Da habe ich auch nichts. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich erstmal durchspielen müssen. Ne? Habe ich das so bekommen? Stockwerk 1A, okay. Ja gut, Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Es ist wieder I Expect You to Die. Wie man es kennt, es macht Laune, es ist geil und ich kann es natürlich empfehlen. So, und jetzt kommt gleich noch mein agententrächtiges Fazit hier für euch. Bis gleich. Es ist wieder I Expect You to Die 3, es macht Spaß, es sieht gut aus, es ist alles deutsch übersetzt, das finde ich schon mal mega, obwohl die Untertitel hier und da ein bisschen nach unten rutschen, zu tief meiner Meinung nach. Aber okay, man kann es lesen, man kann der Story folgen, auch die Karten sind jetzt alle übersetzt, das finde ich sehr, sehr cool. Ich meine, im zweiten Teil war das noch nicht, bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, aber ich meine nicht. Ja, es ist schwer, muss ich sagen, niemals die erste Mission habe ich auf Anhieb geschafft, also da muss man wirklich schon ganz viel wieder... Ja, sein Gehirnschmalz aktivieren, ne, wie das da alle funktioniert mit diesem Mischen von diesen Cocktails und so weiter. Der Roboter, ja, da muss ich die Sprache noch irgendwie was machen, damit ich diesen Tresor öffnen kann und so weiter. Ich werde natürlich am Ball bleiben, ich werde es weiterspielen. Ja, den zweiten Teil habe ich immer noch nicht durchgespielt, aber vielleicht spiele ich ja den dritten durch. Ja, kann man kaufen, muss man kaufen, wenn man diese Reihe liebt, kann man nichts meckern. Super Dinge, es sollen aber nur 5 Missionen sein. Habe ich gelesen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil soweit habe ich es ja noch nicht gespielt. Gut, eure Meinung zu I Expect You to Die 3. Schreibt das alles mal bitte hier in die Kommentare. Werde mir natürlich alles durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt noch ganz schnell raus eine Einladung für unseren Discord-Server. Den Link zu unserem Discord natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung zu finden. Joint gerne, findet eine große, chillige We Are-Community. Wir freuen uns auf euch. So, und jetzt viel Spaß mit I Expect You to Die 3. Ja, ich hoffe, ihr habt genug Gehirnschmalz, ihr kommt ein bisschen weiter wie ich. Und wenn ihr mir so einen klitzekleinen Tipp vielleicht schon mal geben möchtet, dann schreibt ihn in die Kommentare. Aber bitte nicht zu viel spoilern, ich möchte natürlich auch noch was vom Spiel haben. So, dann hoffe ich natürlich jetzt, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen.